willkommen zur neuen Folge der Fortuna 95 Bros. Ich bin der Kotti. Und ich bin der Gilde. Hi. Grüßt euch. Ja, turbulente Woche hinter uns. Eine Menge, die aufzuarbeiten ist. Viel war passiert. Echt eine ja, viel krasse passiert. Woche, ne? Sind wir kaum hinterhergekommen, neben der Arbeit dann auch hier unsere Seite mit den News zu pflegen. Aber spannend, ne? Man denkt ja sofort drüber nach. Wir jetzt auch hier mit unseren Sendungen haben da eine andere Denkweise mittlerweile auch als vielleicht vor der Sendung, weil wir uns echt schon Gedanken machen, was nehmen wir mit rein, wie können wir es argumentieren, was interessiert euch, ne? Weil es soll ja auch für euch hauptsächlich auch gemacht sein. Ja, insofern echt viel. Wir freuen uns auf diese Sendung. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Genau, schauen wir uns direkt mal an, was wir vorbereitet haben. Da haben wir die Themen, die wir für heute geplant haben. Ja, wir schauen auf das Saisonfinale bei Greuther Fürth und ja, das Ergebnis daraus, den auslaufenden Vertrag von Uwe Rösler, der nicht verlängert wird. Da werden wir mal... Ja, das eine oder andere kurz sagen. Wir hatten das Thema zwar schon mal, dazu aber gleich auch mehr. Wir schauen uns an Christian Preußer, der neue Trainer von Fortuna Düsseldorf. Wer ist das überhaupt? Was gibt es zu ihm zu sagen? Den haben wir ja, uns einfach mal angeschaut. Dann die F95 News. Da gab es auch einiges diese Woche. Von daher... mal eine kleine Zusammenstellung von dem, was definitiv erwähnenswert ist oder war. Und wir schauen uns zum Abschluss einfach mal ganz kurz tatsächlich nur an, wer ist denn jetzt überhaupt alles in der stärksten zweiten Liga aller Zeiten, so wie es immer schön durch von den Medien prophezeit wird. Das schauen wir uns einfach mal ganz kurz an. Ich würde vorschlagen, starten wir auch direkt mit, ja, Saisonfinale. Ist Kräuter durch. Fürth ist Die durch, ist ja, durch. Saison ist gelaufen und das letzte Spiel war irgendwie so ein Sinnbild der ganzen Saison, oder? Ja, war es mal wieder. Ne? Also irgendwie lief ja vieles für dich. Da kannst du auch sagen, Mensch, du hast das Spiel gut angenommen, bist in Führung gegangen, hast ein schönes Tor gemacht aus einem schönen Umschaltmoment. Dann läuft das Spiel für dich weiter, ne, im Sinne der roten Karte von Fürth, wo du auch denkst, okay, damit gehst du in die Halbzeit. Gut, dann kommt der Nackenschlag, Fürth hat nochmal die Qualität 1-1. Dann hast du wieder einen super Umschaltmoment, der Schinter macht sein sechstes Saisontor. Gibt natürlich echt Hoffnung für die nächste Saison. Der Schinter, der macht da echt eine super Entwicklung bei uns durch. 2-1. Ja, Fürth hat den Druck aus deren Sicht, ne, immer so der Punkt, man versucht sich auch so ein bisschen mal auch in den Gegner dann in der Analyse hineinzuversetzen. Ja, und dann drehen sie das Ding halt, ne? Mit Bravour, holen sie dann 3-2 gegen uns mit einem Mann weniger. Du siehst dann doch irgendwie so ein bisschen dann auch wieder wie der Dumme aus. Für uns ging es ja halt auch noch um den besagten vierten Platz und um eine Menge Kohle. Mindestens ein hoher sechsstelliger Betrag. Wäre es gewesen, hätte uns sicherlich gut zu Gesicht gestanden für mögliche Transfers und für weitere Planungen. Ja, und dann ist es dann irgendwo dann für uns der Saisonabschluss gewesen, ne? Das ist dann irgendwie dann doch wieder auch enttäuschend gewesen. Ich muss gestehen, ich habe die Konferenz diesmal geguckt. Also ich war wie beim letzten Mal der Fortuna jetzt ausnahmsweise nochmal nicht komplett treu über die 90 Minuten. Das wird sich in der neuen Saison natürlich ändern. Aber du, Kotti, du hast das Spiel ja doch etwas intensiver verfolgt. Insofern wirst du da sicherlich jetzt etwas detaillierter noch drauf eingehen. Ja, wobei... war ja ein Spiel, wo es eigentlich für uns um nicht wirklich viel ging, wie du schon sagtest. Ja, es ging dann tatsächlich nochmal um ein bisschen Geld, aber am Ende eigentlich, sei es zumindest, was die Spieler vielleicht im Kopf haben, da ging es um nicht mehr viel. Von daher möchte ich gar nicht ganz so tief einsteigen. Wir haben eine gute Anfangsphase gehabt, sind zweimal in Führung gegangen. Uns spielt die rote Karte natürlich vollkommen in die Karten und ein Sinnbild der Saison, so ein Spiel darfst du nicht verlieren. Also bei aller Liebe, du bist, was das Spiel angeht, eigentlich mehrmals in der besseren Position. Ne? Du gehst mit 1-0 in die Halbzeit, sogar mit einer roten Karte. Momentum kriegst, für dich, ja, total. Genau, das, was Uwe Rösler immer gesagt hat, dieses Momentum. Du kriegst das 1-1 und gehst unmittelbar danach wieder 2-1 in Führung, wo normalerweise der Gegner, der mit einem Mann weniger ist, auch direkt wieder... Boah, der muss direkt wieder schlucken. Ja, ja, und trotzdem haben es die Fürther einfach mehr gewollt. So war es.
Ein Sinnbild für mich, muss man da ganz ehrlich gestehen, war Havard Nielsen, der sich da am Ende, gerade die letzten Minuten auch wirklich in alles reingehauen hat, was irgendwie nur möglich gewesen ist, mit letzter Kraft. Und am Ende war es irgendwo am Willen. Und ja, ein Sinnbild der Saison. Vielleicht haben wir es nicht zu sehr gewollt. Vielleicht haben wir aber auch einfach am Limit gespielt. Das mag durchaus sein. Von daher möchte ich gar nicht so detailliert auf das Spiel eingehen, weil ja, die Lichtblicke hast du gerade schon erwähnt, ein Schinter Appelkamp, an dem werden wir, glaube ich, noch eine Menge Spaß haben. Christopher Pettersson sei hier auch erwähnt, auch wieder. Der hat jetzt so ein Special Move à la Arjen Robben, nur seitverkehrt von der anderen Seite bekommen. Das klappt bei ihm auch immer besser und er gewöhnt sich immer besser an das Spielniveau. Von daher, ich glaube, das sind so die beiden Lichtblicke. Abschließend noch eine Sache, die ich auch habe zu dem Thema, zu dem Spiel. Erwähnenswert, Marcel Sobotka, 150. Spiel für Fortuna gemacht. Jubiläum. Jubiläum, ist damit der Spieler aus dem aktuellen Kader mit den drittmeisten Einsätzen für die Fortuna. Nur noch von Ruben Hennings und Adam Bocek übertroffen. Von daher auch schon so ein bisschen ja, Identifikationsfigur bei Fortuna. Ne? Der ist jetzt auch nicht mehr wegzudenken eigentlich und in der Form, wie er jetzt gewesen ist, zuletzt auch gerne gesehen in der Startelf. Ja. Sonst, ich würde jetzt sonst nichts mehr zum Spiel großartig sagen, weil Ja. am Ende Saison gelaufen. Macht Sinn. Haken dran an das Spiel, an die Saison. Glückwunsch nach Bochum und nach Fürth. Sicherlich zwei verdiente Aufsteiger, muss man neidlos anerkennen. Tun wir hiermit auch. Ja, und alles Weitere werden wir ja auch in unserer ausführlichen Analyse. Ich gehe mal davon aus, da werden wir mindestens so ein bis wahrscheinlich sogar zwei Folgen auch für aufwenden, werden wir da nochmal im Detail auch auseinandernehmen. Und wenn euch das interessiert, bleibt uns da auch in der Sommerpause gerne treu. Genau, also das werden wir definitiv tun. Ich gehe davon aus, die kommende Folge wird Ja. schon der erste Teil der Analyse sein. Da schauen wir uns mit ein bisschen Abstand, dann haben wir es in 2 Wochen rum, einfach mal an, woran hat es gelegen, woran hat es hier gelegen? Wir hatten es Ja. letzte Woche. Und gucken uns tatsächlich einfach mal an, ja, an welchen Faktoren kann man es vielleicht festmachen, warum wir am Ende dann doch mit dem Aufstieg nichts zu tun hatten. Eine Folge, auch der Niederlage vielleicht von Greuther Fürth, aber wahrscheinlich auch aus den ja, Spielen vorher und der Geschichte, dass wir mit dem Aufstieg leider am Ende nichts zu tun hatten, ist die Tatsache, dass der Vertrag von Uwe Rösler nicht verlängert wurde. Ne? Du sagst es, entscheidender Unterschied, ne? Also wir reden ja hier wirklich von keiner vorzeitigen Entlassung, sondern es wird ganz einfach das vereinbarte Arbeitspapier nicht verlängert, ne? Und unter den gegebenen Umständen, du hast es ja gerade schon angedeutet, ich habe jetzt hier einfach mal zusammengefasst nochmal die Ziele, die halt nicht erreicht wurden, unter anderem natürlich im letzten Jahr der Klassenerhalt der Bundesliga, wurde dann abschließend wirklich mit einem ja schlechten Auftritt bei Union Berlin nicht erreicht. Viele Spiele vorher, in denen du geführt hast, wurden da nicht gewonnen, nicht zu Ende gebracht. Da war halt, ne, entsprechend ganz klar das Ziel im ersten Moment verfehlt. Das zweite Ziel war klar definiert, auch der Wiederaufstieg, klar mit der Prämisse, wenn alles optimal läuft, okay, ne, das ist sehr weit auch definierbar, aber das war halt definitiv das Ziel. Auch ein Haken dran im Sinne von nicht erreicht. Du hast zwei Pokalspiele gegen Viertligisten kläglich verloren, man muss es so sagen, gegen, ne, einen deutlich klassentieferen Gegner. Verdient verloren, irgendwo auch. Ne? Das muss ein Ziel sein, einen unterklassigen Gegner im Pokal zu schlagen. In der letzten Saison wäre es immerhin auch das Halbfinale, auch mit einer Menge Geld und auch einer Menge Prestige dann gewesen. Ne? Das ist halt auch ein Faktor. Und last but not least, das Spiel um Platz 4, so habe ich es mal in Anführungsstrichen genannt, im Sinne auch des Geldes, im Sinne dann doch die drittbeste Saison der Fortuna zu erreichen, wurde halt dann auch jetzt wieder unter, wir haben es gerade beschrieben, vergleichbaren Umständen, wie es so oft passiert ist, dann auch verloren. Ne, ist sicherlich der unwichtigste Faktor an der Stelle, ist mir klar, aber das ist vielleicht so das i-Tüpfelchen. Wenngleich ich glaube, dass es daran jetzt final nicht in der Entscheidung auch gehangen hat. Aber das wäre so meine kurze Zusammenfassung dieser Dinge, dass ich auch sage,
Für mich ist diese Entscheidung nachvollziehbar. Ich muss aber auch sagen, dass ich eine vorzeitige Entlassung unter den Umständen vielleicht nicht so direkt unterschrieben hätte, weil man da natürlich wieder Geld in die Hand hätte nehmen müssen im Sinne der Abfindung, im Sinne dann des neuen Trainers, doppelt auf der Payroll. Das wäre für mich ein Unterschied. Da hätte ich vielleicht nochmal anders diskutiert. Aber so ist die Entscheidung für mich persönlich in Summe trotz allem nachvollziehbar. Wie siehst du das? Unterschreibe ich definitiv genauso. Zumal man berücksichtigen muss, es war halt keine einfache Aufgabe für Uwe Rösler. Das muss man festhalten. Er ist seinerzeit in der Bundesliga in sehr große Fußstapfen getreten. Friedhelm Funkel. Das muss man halt nur mal sagen. Nicht alle Fans haben ihn offen empfangen und haben ihm auch eine faire Chance gegeben. Auch das spielt mit in die Karten. Dann war es ja eine besondere Situation, auch aufgrund von Corona. Wer weiß, was mit Fans vielleicht in der ersten Liga noch gegangen wäre. Man weiß es nicht. Ne? Man muss ehrlicherweise gestehen, nicht alles war unter Uwe Rösler schlecht. Nein. Ja? Der Fußball in der ersten Liga, den wir hatten, unter ihm, der war attraktiv, der war wirklich ansehnlich, nach vorne spielend, offensiv. Leider Gottes nicht mit Ergebnissen sich belohnt, was vielleicht mit Fans durchaus machbar gewesen wäre. Ne? Wir kennen das ja, so der 12. Mann am Feld, die Fans, die pushen dich nochmal nach vorne. Von daher, es ist eine besondere Situation gewesen, aber am Ende ist es so, wie du es beschrieben hast, was bleibt einem so ein bisschen im Kopf hängen am Ende? Die Tatsache, dass die wichtigen Spiele verloren wurden, sei es gegen die, die vor uns stehen, sprich die Top 4 jetzt in der zweiten Liga, sei es gegen die Mannschaften unten, die Abstiegskandidaten, die man schlagen muss eigentlich, wenn man aufsteigen will, genauso wie die unterklassigen Vereine im Pokal. Und das ist halt etwas, was hängen bleibt. Kombiniert mit der Tatsache, dass er immer so ein bisschen auch beäugt worden ist, kritisch beäugt worden ist, was seine Wechsel angegangen ist, da hat er auch das eine oder andere Mal vielleicht ehrlicherweise in die Tonne gegriffen. Passiert. Er hat genauso oft auch, das hatten wir in einer unserer letzten Folgen auch thematisiert, die Schlüsselspieler, die Tore geschossen haben und Vorlagen geben, eingewechselt. Auch das ist definitiv zu berücksichtigen. Summe summarum aber am Ende hat er die ihm gesetzten Ziele verfehlt und von daher bin ich da bei dir. Es ist auch nochmal ein Unterschied, ob der Vertrag vorzeitig aufgelöst wird oder wie in dem Fall der Vertrag eingehalten wird. Man hat sich dementsprechend im Guten getrennt. Auch das hat Uwe Rösler ja nochmal betont. Genauso wie auch alle Beteiligten seitens Fortuna. Und damit ist es, glaube ich, der beste Weg, der fairste Weg für alle gewesen. Und bleibt eigentlich von unserer Seite nur eins noch zu sagen, nämlich, mach Idiot, Uwe, es gab Schlechtere als dich, das muss man definitiv festhalten, aber es hat am Ende nicht ganz so harmoniert vielleicht, das ist so Das ist so das finale Fazit, ne? Genau, das ist so. Dennoch, er hat es ja selber gesagt, er kann erhobenen Hauptes die Fortuna verlassen. Das kann er, definitiv. Ne? Das ist ein gutes Statement gewesen, wenn man sich das anschaut. Das war, glaube ich, bei der Sportstadt Düsseldorf auch dieses Interview, diese Zusammenfassung seiner Aussagen. Das zeigt schon, das ist ein grundsätzlich feiner Mensch, der da jetzt nicht irgendwo nachkarrt, der da nicht irgendwo jetzt schmutzige Wäsche wäscht, die er vielleicht waschen könnte, wenn er es denn wollte. Das ist schon im Sinne, ein faires Verhalten und auch ein, wie du schon gesagt hast, gutes Auseinandergehen, was auch schön ist zu erleben. Ne? Man hat es oft genug auch anders erlebt, nicht nur zwingend bei uns, auch bei anderen Vereinen. Deswegen würde ich sagen, dieses Marat-Jud, dick unterstrichen, ohne Sarkasmus, ohne Sonstiges. Ja, bin ich bei dir. In diesem Sinne, alles Gute, Uwe Rösler. Ich denke, er wird irgendwo unterkommen.
Er will ja in der zweiten Liga durchaus auch vielleicht sogar bleiben. Bleibt da erstmal in Düsseldorf wohnen, ne, weiß die Stadt da auch zu schätzen, hat er auch gesagt, auch so Aussagen machen ihn sympathisch. Insofern schauen wir mal, wird's bestimmt ein Wiedersehen irgendwann mal geben, ne, auf anderer Seite. Dann werden wir ihn dann in unserer Sendung vielleicht als Ex-Fortun dann bei der Gegnervorschau dann betrachten müssen. Schauen wir mal. Möglich. Ja. Wenn wir aber schon auf die Zukunft schauen, schauen wir doch auf unsere Zukunft schon mal. Gerne. Ja, der neue Trainer. Ganz überraschend, muss man hier sagen, tatsächlich. Es wurden sehr, sehr viele Namen gehandelt. Viele offiziell, inoffiziell hatten wir noch ein paar mehr natürlich auf dem Zettel. Wir haben es bewusst vorher nicht diskutiert, weil wirklich so viele im Ring waren. Klar, das Thema Miro Klose haben wir natürlich letzte Woche aufgenommen, weil es ja auch extrem spannend war. Er ist es jetzt nicht geworden. Ja, aber wir haben jetzt einen neuen Trainer, das ist nämlich der Christian Preußer. Genau, auch hier haben wir mal was vorbereitet, einfach um den jungen Kerl, den jungen Mann mal kennenzulernen. Ja, Christian Preußer, 37 Jahre jung, gebürtiger Berliner, hat den Fußballlehrgang 2013 als jüngster Absolvent abgeschlossen seinerzeit. Mit Kommilitonen unter anderem Manuel Baum, Achim Bayerlorzer, Rodolfo Cardoso, Daniel Farke und Sebastian Hoeneß. So, also Namen, die man definitiv kennt, die auch schon in der Bundesliga entsprechend gearbeitet haben, aktuell noch tun zum Teil. Von daher, da ist er in guter Gesellschaft, würde ich behaupten. Trainerstation. Da ist er seit, beziehungsweise in der Saison 08, 09 bis 15, 16 bei Rot-Weiß Erfurt tätig gewesen, in verschiedensten Positionen. Unter anderem mal Leiter Nachwuchs, Co-Trainer, Interimstrainer. Ich glaube, du hattest auch noch gesehen, Trainer Dritte Liga war ja, er auch mal. Hatte auch eine Zeit lang die Drittligamannschaft von Rot-Weiß Erfurt trainiert, also da durchaus in der Dritten Liga auch schon früh Erfahrung gesammelt, genau richtig, ja. Ja, von daher, also hier sei noch dazu gesagt, Christian Preußer hat selbst nie eine Fußballerkarriere gehabt, hat früh für sich entschieden, dass es wohl ja einfach nicht reicht und hat sich dann früh dazu entschieden, eine Trainerlaufbahn beginnen zu wollen. Sehr früh. Ich hatte gelesen, mit 15, 16 Jahren schon. Genau. Ne? Ja. Ja, von daher aller Ehren wert. Das ist in dem Alter vielleicht auch nicht jedermanns Intention und Ansehen, aber er hat sich früh dafür entschieden. Ist jetzt aktuell seit der Saison 16-17 beim SC Freiburg 2 tätig. Das ist auch eine relativ lange Zeit. Also man merkt schon, in einer verhältnismäßig langen Zeit ist der Mann sehr konstant. Ja. Was eigentlich ja auch dafür spricht, dass er gute Arbeit leistet. Eben, ne? Wollte ich gerade sagen. Das ist eine Kontinuität, die ist schon beachtlich, auch in dem jungen Alter. Ne? Ja. Ja, und wenn man sich dann mal anschaut, die Erfolge sprechen ja auch irgendwo ein bisschen dafür. Sonst hätte man sich vielleicht schon eher von ihm getrennt. In der ersten Saison beim SC Freiburg 2 hat er die Mannschaft auf Platz 1 geführt, der Oberliga Baden-Württemberg. Und damit den Aufstieg in die Regionalliga Südwest geschafft, hat dann in den Folgesaisons auch immer ganz gut die Mannschaft platziert mit Platz 4, Platz 7. Die Saison 19/20 lasse ich jetzt bewusst mal raus, da ist die Mannschaft auf Platz 13 gewesen. Allerdings wurde die Saison, das war die Corona-Saison, die erste halbe, die ist abgebrochen worden nach 23 Spielen. Von daher kann man das nicht wirklich in die Wertung mit hineinnehmen, meiner Meinung nach. Aktuell, Aufstiegssaison 2021, das ist aktuell, wir gehen jetzt mal ganz stark davon aus, aktuell nämlich Tabellenführer der Regionalliga Südwest.
noch mit 8 Punkten. Die Konkurrenz kann da morgen zwar nachziehen, aber es sind halt nur noch 2 Spiele zu spielen bei 8 Punkten aktuell Vorsprung. Die anderen haben 3, ne? Also die könnten die noch abfangen für die Rechnung, aber das ist schon sehr wahrscheinlich. Deswegen Sternchen ja, der Vollständigkeit halber, aber da sollte man von einem Aufstieg ausgehen. Großer Erfolg sicherlich für den Verein, da dann den Aufstieg jetzt zu schaffen, ja. Definitiv. Also von daher, der junge Mann weiß, wie Aufstieg geht. Und da können wir uns vielleicht auch was freuen. Ne? Er hat ja auch Ziele mit uns formuliert. Aber auch wenn man die Statistik als Trainer beim SC Freiburg sich jetzt anschaut, also 166 Spiele, davon wurden 94 Siege eingefahren. Bei einer Tordifferenz von 300 zu 163. Also das ist... Offensiv. Ich glaube, man kann mit ja, man kann sagen, dass die Mannschaften von Christian Preußer wissen, wo das Tor steht. Ja, bevorzugt das 3-4-3-System. Da hat er natürlich gesagt, klar, kann er jetzt nicht pauschal direkt auf die Fortuna anwenden. Aber daran sieht man schon so diese Grundeinstellung, einen attraktiven, offensiv orientierten Fußball zu spielen. Wo aber auch ganz klar sagt, natürlich muss man sich da in der zweiten Liga auch anders orientieren, je nachdem, welchen Gegner man hat. Das ist klar, das gehört zum Profitum dazu. Aber das lässt zumindest da vieles erhoffen. Und klar, als Nachwuchstrainer hat er natürlich auch, das werden wir gleich im Verlauf noch sehen, auch viele Talente hervorgebracht, beziehungsweise auch viele Umbrüche mitgemacht in den jeweiligen Teams. Da ist ja so eine zweite Mannschaft dann auch von geprägt. Und so ein Aufstieg in der dritte Liga für eine zweite Mannschaft noch dazu, für einen kleinen Verein wie SC Freiburg, ist da wirklich ein riesen, riesen Erfolg. Das ist ein anderes Ding, als wenn der BVB die zweite in die dritte kommt oder die Bayern zweite. Das sollte man sicherlich auch nochmal dick unterstreichen, weil da einfach die Mittel, die Möglichkeiten auch ganz einfach andere sind. Das ist ein Riesenfaktor, denke ich. Absolut. Und du hast es gerade erwähnt, was für uns Fortuna natürlich auch ein sehr großer Vorteil sein kann. Er weiß, Nachwuchsspieler auszubilden und in der Entwicklung der Spieler diese weiter voranzubringen. Ja. Unter seiner Arbeit haben über 20 Nachwuchsspieler den Sprung in den Profibereich geschafft. Ja, bekannteste sind hier unter anderem die Schlotterbeck-Brüder. Ich habe, glaube ich, noch gelesen, Marc-Oliver Kempf, ja. Auch einer, der es geschafft hat. Von daher... da können wir uns darauf freuen, dass der wahrscheinlich so den einen oder anderen aus der zweiten Mannschaft sich mal anschaut und den vielleicht auch weiterentwickelt. Also gerade mit Blick vielleicht auf einen Kelvin Ofori, der ja immer als Rohdiamant gilt, vielleicht der richtige Trainer, der da definitiv Zucht reinbringen kann, was die Entwicklung angeht. Genau. Und er ist einfach auch eine andere Trainergeneration. Ja, er ist eine andere Trainergeneration, ne? Ja, ist eigentlich auch so in unserer Generation, ist ja auch mal spannend zu erleben, ne? Jemanden zu haben, der so unser Alter hat an der Seitenlinie. Da ist einfach klar, Novo Rüssel oder auch früher, wir hatten ja schon mal den einen oder anderen vermeintlich jüngeren Trainer, auch mit dem Kramer, aber der war dann halt auch schon irgendwo Richtung Mitte 40, ne? In der Zeit, als er bei uns war. Und das wird jetzt echt spannend, ne? Es ist der jüngste Trainer, den wir seit vielen Jahren haben bei der Fortuna, nicht der jüngste. Ja, hat jetzt einen 2-Jahres-Vertrag, durchaus auch, denke ich, eine vernünftige Zeit, die hier dann entsprechend erstmal definiert wurde. Er übernimmt unseren Co-Trainer, den Kleine, was ich auch sinnvoll finde, weil so hat er direkt ein Bindeglied, einen dabei als Co-Trainer, der die Mannschaft kennt, der einfach auch die Eingewöhnungsphase da deutlich angenehmer und sinnvoller gestalten kann, als wenn er jetzt ein komplettes Team da mitbringen würde. Und er setzt halt ganz klar auf einen Co-Trainer. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, dass der Axel Bellinghausen auch eine andere Position demnächst im Verein finden soll, beziehungsweise für ihn gefunden werden soll. Ja, und das ist so die Tendenz, die Entwicklung, die wir da jetzt erwarten können. Spannend auch noch als Ergänzung, er hat ein Praktikum bei Jürgen Klopp gemacht, damals beim BVB, das war auch schon einige Jahre her, und hat natürlich auch vom Christian Streich enorm viel sicherlich mitbekommen, der bekannterweise lange Jahre auch schon Trainer der Profimannschaft des SC Freiburg ist, weil da sicherlich die Durchlässigkeit in einem solchen kleinen Verein einfach eine engere auch ist zwischen der zweiten und der Profimannschaft, als es vielleicht bei den größeren Vereinen ist, ne? Und das sind auch Einflüsse und Erfahrungen, die er da durchaus mitbringen kann, die uns dann hoffentlich helfen werden. Gehe ich auch ganz stark von aus. Wir heißen Christian Preußer auf jeden Fall willkommen. Ja, herzlich willkommen. In unserer rot-weißen Fortuna-Familie. Viel Erfolg und gutes Gelingen.
Und ja, du hattest es schon angewähnt. Also Fortuna geht mit der Verpflichtung von Christian Preußer mal einen anderen Weg. Ja, absolut Ja, spannend. Und warum nicht, ne? Also also. arrivierte, bekannte Trainernamen haben wir auch schon viele gehabt. Das ist auch nicht immer gut gegangen, auch wenn man natürlich jetzt die letzten Jahre vorher auch mit Friedhelm Funkel natürlich so das quasi Gegenteil hatte, wo jetzt gefühlt der größte Erfolg der letzten Jahrzehnte einfach da war. Norbert Meyer nicht zu vergessen, war natürlich ähnlich in der Generation auch der älteren Trainer einzusiedeln. Und ich freue mich jetzt mal einfach auch was Neues. Also ich bin da echt Feuer und Flamme, finde es ist echt passend, es ist spannend. Ja, insofern ohne Vorbehalte gehe ich da optimistisch in die neue Saison und hoffe das auch und das würde ich mir auch wünschen, die meisten Fans ihm auch da eine faire Chance geben und das nicht von vornherein irgendwie schlecht und kleinreden. Gebt ihm einfach eine Chance und guckt, was er da entsprechend dann auch leistet nach den ersten 10, 15 Spielen. Eine Eingewöhnungsphase, klar, braucht jeder. Das wäre bei auch einem älteren Trainer so. Aber wir hoffen, dass natürlich er schnell in die Erfolgsspur kommt und alles Weitere werden wir dann sehen. Also eure Meinung, die wir so oder Rückmeldung, die wir so ja bekommen haben durch die Facebook-Gruppe, die war durchweg eigentlich positiv. Da habt ihr alle den jungen Mann herzlich willkommen geheißen und die Vertragsunterzeichnung da positiv aufgenommen. Ja, also es passt auch so ein bisschen ein Stück zu dem Weg, den Klaus Allofs so ein bisschen ja bereits schon erwähnt hat. Also weg von diesen ganzen Laien. Wir müssen Werte für die Fortuna schaffen. Ein junger Trainer wie Christian Preußer, wenn der es schafft, tatsächlich die Nachwuchsspieler da zu formen, zu entwickeln, das ist die Wertsteigerung, die wir da erhalten. Ne? Wenn so ein Talent entsprechend mal uns gehört und der einschlägt, dann kann man da definitiv von einer Wertsteigerung sprechen und von einem Wert, den wir erhalten, wenn wir ihn dann verkaufen müssen. Und das bringt uns voran. Von daher finde ich persönlich, es ist ein interessanter Weg, es ist ein mutiger Weg. Das muss man dabei auch sagen, weil natürlich die Erfahrung bei ihm zumindest in der zweiten Liga nicht vorhanden ist. Auch wenn er sich durch seine bisherigen Tätigkeiten dafür qualifiziert hat, meiner Meinung nach. Das ist nun mal so, das ist der logische Schritt. Ambitionierter Aufstiegs Kandidat wie Fortuna ist dann natürlich schon interessant, mutig, aber Hand aufs Herz, alle haben sie mal irgendwo angefangen. Sei es ein Jürgen Klopp, sei es ein Julian Nagelsmann, die sind irgendwann alle mal als Neulinge zu einem Verein gekommen. Da kannte man sie nicht und ja, haben gute Arbeit geleistet. Und warum soll das bei uns nicht der Fall sein mit Christian Preußer? Genau, so sehe ich das auch. Und ja, wir sind echt gespannt und freuen uns schon jetzt auf die neue Saison. Definitiv und Christian Preußer sowie die gesamte Führungsetage kann jetzt so langsam loslegen mit den ganzen Verpflichtungen, weil auch da muss der Trainer natürlich mal ja, ein Wörtchen mitreden. Von daher kann jetzt in den nächsten Wochen das Ganze so langsam beginnen. Aber ich glaube, dass er da, wie gesagt, wirklich viele Nachwuchskräfte einbinden wird, was gut für unsere U23 auch ist und dementsprechend, wir freuen uns, wie erwähnt, auf die neue Saison, auch wenn es noch lange hin ist erstmal. Ja, geht. 7 Wochen sind es, glaube ich, nur. Die Sommerpause ist kurz. Wir haben noch eine Stimmt. EM, ne? Da werden wir auch sicherlich das eine oder andere Auge drauf werfen. Aber klar, ne? Gefühlt jetzt gerade Saisonende. Aber tut uns vielleicht auch allen jetzt auch mal so ein bisschen gut. Und wir hoffen ja, dass wir dann in der neuen Saison hoffentlich auch wieder vor Zuschauern spielen dürfen und auch wir dann wieder dabei sein dürfen. Ne? Das wäre tatsächlich sehr schön, ja. Wäre nicht schlecht. Ne? Das wäre nicht schlecht, genau. Ja, von daher an dieser Stelle an Christian Preußer alles Gute, gutes Gelingen, wie gesagt, und herzlich willkommen bei der Fortuna. Beim geilsten Club der Welt. Definitiv. Ja, schauen wir uns die F95 News an. Was ist diese Woche sonst so passiert außer diesem großen, riesigen Thema, War ja schon na, also, viel, ne? War ja das schon so war viel. schon, ja, Aber wir haben noch ein bisschen was, ne? wir Um haben euch noch da ein nochmal auf bisschen den was, Stand zu genau. bringen. Ja. Ja, also zum einen haben wir natürlich ein paar Spieler verabschiedet.
Ja. Das waren unter anderem, ja, wie bereits erwartet, zum Beispiel Kenan Karaman, der sich auch von den Fans verabschiedet hat. Mit dabei Luca Kreinsch, Brandon Borello, Kevin Danso, Arthur Mitrioschkin und Gökhan Gül, die allesamt entsprechend verabschiedet worden sind. Teils zu erwarten, teils, ja, vielleicht nicht zu erwarten. Ein Luca Kreinsch, den hätte ich gerne noch weiter gesehen. Ja, das ist schon so die Überraschung. Da hätte ich mir schon auch erhofft, dass man da die Klausel, die man ja angeblich gehabt hat, ziehen würde. Ja, du hast Hat ja ihn. eigentlich gute Arbeit geleistet, ne? Also Ja, er hat da ja. die linke Seite als Aushilfslinksverteidiger sogar zwischenzeitlich wirklich dicht gemacht, und wenn er gespielt hat, hat er solide Leistungen abgerufen. Genau, in der Phase, wo wir echt einen guten Lauf hatten, Ende des letzten Jahres, war er auf der für ihn ungewohnten Außenverteidigerposition. Aber auch als Innenverteidiger hast du da immer das Gefühl gehabt, Mensch, der strahlt was aus. Da hast du auch das Gefühl gehabt, der ist sympathisch auch in den Interviews, hat ja auch schon auf deutschen Interview da recht passabel auch für die Kürze der Zeit auch sogar gemacht. Ja, also da hätte ich mir echt erhofft, dass man da die Klausel zieht. Er hat aktuellen Marktwert von 650.000 Euro laut transfermarkt.de. Wenn man das mal zugrunde legt, so um den Dreh, hätte ich mir schon gedacht, Mensch, dafür verpflichtet man ihn und pokert da jetzt nicht irgendwo auf vielleicht irgendwo einen ablösefreien Abwehrspieler, den man noch nicht kennt, den man wieder komplett neu integrieren muss. Ich habe ja noch so ein bisschen die Hoffnung, wie es damals auch beim Rufen Hennings gelaufen ist. Den hat man auch erstmal offiziell verabschiedet, auch mit Bild, glaube ich, damals, was ja bei uns seit vielen Jahren auch üblich ist. Entsprechend auch vor die Kamera gesetzt. Und dann haben wir ihn ja doch bekommen, wahrscheinlich dann durch die Pokerei zu einem deutlich günstigeren Kurs. Das wäre so meine Hoffnung, weil das fände ich halt wirklich schade, wenn er gehen würde. Er hat einfach was ausgestrahlt, wo ich sage, das passt auch zu uns, oder? Definitiv, also zumal man weiß halt für das Geld, was man bekommt. Das ist ja Ja. sonst immer so der Fall. Die Wundertüte, ne, bei Luca Krainsch weiß man, der passt zum Kader, der passt innerhalb der Mannschaft. Und von daher, ich würde es mir auch wünschen, vielleicht ist es tatsächlich so, wie du erwähnt hast, dass es einfach nur eine Geschichte des Pokerns ist, um da noch mal ein bisschen weniger zahlen zu müssen ja, in Zeiten von Corona, wo es wirklich auf jeden Cent ankommt. Lassen wir uns überraschen. Ich hätte ihn auch gerne noch gesehen, zumal Ja. er, wie du auch schon erwähnt hast, glaube ich, gerne in Düsseldorf geblieben wäre. Aber ja, bei den anderen ist es zum Teil ja abzusehen gewesen. Also es sind Leihverträge, die Ja. ausgelaufen sind. Kenan Karaman, der Vertrag, das war auch klar, der läuft aus und der wird nicht verlängert werden. Können, Ja, muss man ja sagen, weil er wollte ja auch dann weg. War ja also klar. bei ihm finde ich persönlich noch, das haben die meisten von euch auch in der Gruppe so gesehen, er hatte deutlich mehr Potenzial oder hat deutlich mehr Potenzial als das, was er so auch zum Ende hin bei uns gezeigt hat. Das hat er immer mal wieder in der Nationalmannschaft aufblitzen lassen. Und von daher hat es einen jetzt am Ende vielleicht nicht ganz so, ja, überzeugt oder berührt. Von daher, es ist schade, Kenan hat hier und da auch immer Ansätze gezeigt. Ich erinnere mich da an einen Sololauf gegen Werder Bremen aus der eigenen Hälfte. Wahnsinn. Also ja, am Ende hat es dann nicht gepasst. Und ja, zwei andere Spieler, da wird aktuell noch gepokert, beziehungsweise da laufen Gespräche. Adam Bocek und Raphael Wolf. Genau, also Botze ganz klar nach der Leistung, auch insbesondere in der Rückrunde. Chapeau für sein Alter, aber mit der Erfahrung hat er sich noch mindestens oder noch ein Jahr verdient. Also das fände ich schon sinnvoll, weil er sich ja auch trotz Kapitänstatus auch ja ohne Murren auf die Bank setzt, reinkommt, wenn er reinkommen muss, die nötige gelbe Karte auch dann zieht, wenn sie mal gezogen werden muss. Also das ist ein Spieler, ein verdienter Spieler über viele, viele Jahre, ähnlich wie ein Olli Fink.
Da würde mich das doch sehr freuen, wenn er als entsprechend auch Integrationsfigur bleiben würde. Ja, der Christian Preußer hat sich auch schon zumindest da recht offen und positiv sogar geäußert zu der Personalie, sodass man da, ich denke, die Tendenz durchaus sieht, dass er bleibt. Ja, und der zweite ist der Raphael Wolf, wo man ja eigentlich auch gehört hatte, Mensch, der will jetzt Richtung Ende auch seiner Karriere durchaus nochmal Richtung Heimat. Das wäre Werder Bremen gehen. Aber ob die Bremer jetzt da die finanziellen Mittel oder auch da die Möglichkeiten haben, ihn zu holen, ist jetzt die andere Frage, ob die im Zweifel nicht auf dann einfach einen jüngeren Torwart setzen müssen mit entsprechend geringerem Gehalt und weniger entsprechend Zahlungen. Keine Ahnung. Das scheint deshalb wohl auch ein Grund zu sein, dass man ihn vielleicht dann doch noch bei uns dann hält. Ist halt ein bisschen schwierig zu bewerten, weil es ist wichtig, dass natürlich der Kaste irgendwo noch einen Konkurrenten im Nacken hat, weil er durchaus immer wieder auch Spiele hat, wo auch mal ein Lapsus drin ist. Ich glaube, da ist ein Konkurrenzkampf sehr wichtig, zumal wir oft die Erfahrung gemacht haben, dass ein Torhüter sich bei uns irgendwie auch als solchen Vogel da mal verletzt oder einfach mal durch eine Krankheit dann auch ein Jahr ausfällt, wie beim Raphael Wolf. Fällt mir aber schwer zu bewerten. Also einerseits auch ein verdienter Spieler natürlich als Aufstiegstorwart damals bei uns in der zweiten Liga, aber jetzt irgendwie gefühlt so lange bei uns gar nicht mehr aktiv. Ne? So dass, ja, müssen wir mal gucken, wie es kommt, oder? Ja, also ich glaube, da will man darauf reagieren, dass halt mit Arthur oder Anton heißt der, glaube ich, von Anton, ne? Ja. Trigoschkin, Ja. genau. Ja, auch ein weiterer Torhüter entsprechend den Vertrag nicht verlängert. Wie du schon sagtest, man hat leider auf der Torwartposition in den letzten Jahren immer viele Probleme gehabt aufgrund von Verletzungen. Davon sind wir bei Florian Kastenmeier diese Saison ja Gott sei Dank verschont geblieben. Aber ja, auch hier wieder bei Raphael Wolf weiß man, was man eigentlich hat. Wenn der fit bleibt, Ja. ist das ein solider Zweitligatorhüter, definitiv, der ja keine Eingewöhnungszeit mehr braucht. Der wird jetzt wahrscheinlich auch aufgrund seines Alters nicht mehr die hohen Summen fordern und an Gehalt einstreichen. Von daher, ich glaube, da passt einfach das Verhältnis. Die Gespräche laufen, lassen uns überraschen. Bei Adam Bocek bin ich absolut bei dir. Da in der Form, in der er sich jetzt auch zuletzt befunden hat, definitiv eine Bereicherung für die Mannschaft. Den kannst du immer mal reinschmeißen. Und allein die Erfahrung, die er hat, die hilft auch einem Christian Preußer, junge Spieler mit einzubinden und ins Boot zu holen. Und da glaube ich, wird man nicht auf Adam Bocek verzichten, zumal er den gleichen Weg, denke ich, gehen wird wie ein Oliver Fink und später auch bei uns irgendwo in irgendeiner Position tätig sein wird. Also ich würde es mir wünschen zumindest. Ich glaube aber auch, dass das im Sinne von Adam vielleicht wäre, könnte ich mir vorstellen, weil der ist ja auch schon so inzwischen so ein Urgestein bei uns Düsseldorfer. Absolut, ja. Ja, Genau. dann noch eine erfreuliche Sache. Ganz, ganz erfreulich. Wir hatten ihn eben schon mal oder ganz am Anfang der Sendung mal erwähnt als Lichtblick. Shinta Appelkamp. Ist ja Wahnsinn. Also der Junge geht diese Saison durch die Decke, obwohl er dann auch teilweise durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Der hat die Einladung bekommen zur U21. Eigentlich mal ursprünglich als Schnupperkurs Ja, angedacht. genau. Ja, heute noch gelesen, ja, ist ein bisschen mehr. Der hat wohl beim Training ganz gut überzeugt und gehört jetzt zwar nicht zum festen EM-Kader, aber steht auf Abruf bereit. Das heißt, sollte sich da irgendwo mal was tun, vielleicht durch Verletzungen, Formschwäche, was auch immer, steht er auf Abruf, wie gesagt, bereit. Und also das ist ja wirklich Ja, ein Riesenlauf. Verdient. Riesenlauf, genau. Verdient. Ne? Das wird vielleicht uns nochmal auch mit einem anderen Blick auf die U21-EM, die jetzt auch in der nächsten Woche beginnt. Ist ja jetzt das Endturnier. Ne? Diese Vorrunde ist ja schon gespielt worden. Wird nochmal interessant, weil da, glaube ich, werden wir die Spiele sehr intensiv verfolgen, wenn der Schinter da vielleicht sogar im Kader steht. Würde uns da auch sehr freuen. Da wären wir doch auch dann sehr stolz drauf. Ne? Und wäre absolut verdient, wenn er die Chance bekäme. Definitiv. Also ein Eckpfeiler in den letzten Spielen, warum wir überhaupt noch träumen durften. Ja. Von daher Glückwunsch an dieser Stelle an Shinta Appelkamp. Ich glaube, der ist überglücklich und würde in dem Sinne auch im Zweifel auf einen Urlaub verzichten, wenn es dazu kommen würde.
Wenn wir bei der U21 sind, haben wir noch ein Thema, das zumindest ein Gerücht ist. Das ist ein Transfergerücht. Lars Lukas May, 21 Jahre alt, Innenverteidiger, aktuell ausgeliehen vom FC Bayern München an Darmstadt 98. Ja, mit dem werden wir in Verbindung gebracht. Ja, wäre ein spannender Transfer. Ne? Wie gesagt, aus der Bayern-Jugend stammend, jetzt auch Zweitliga-Erfahrung gesammelt, kennt die Liga, hat Gardemaß für einen Abwehrspieler über 1,90. Ja, würde uns da gut zu Gesicht stehen in der Innenverteidigung. Zumindest da entsprechend die eine oder andere Position. Wir haben es gerade besprochen, Kevin Danso, Luca Kreins, die uns mutmaßlich beide verlassen werden. Ja, da einfach ja eine Chance zu bekommen. Wäre ich jetzt nicht gegen. Also kann ich mir gut vorstellen. Und würde in das Profil auch irgendwo passen, ne? Dass man da irgendwo mit jungen Leuten, im Idealfall mit einer Verpflichtung, ich bin nicht ganz sicher, wie jetzt die Konstellation ist. Bayern hatte ihn ja geliehen, ob da nicht auch der Vertrag auch jetzt ausläuft. Ich meine, das hatte ich sogar auch gelesen. Aber da es noch ein Gerücht ist, ja, ne? Ja, du hast da also mehr. Also der Vertrag läuft jetzt tatsächlich, der Leihvertrag bei Darmstadt 98 läuft aus. Okay. Er hat aber bei Bayern München tatsächlich noch bis 23 einen Vertrag. Das heißt, es würde entsprechend vielleicht auf eine Leihe hinauslaufen. Ja. Aber möglich, das hat Klaus Allofs ja auch erwähnt, dass wir vielleicht, wenn wir Leihen machen, wovon wir eigentlich weggehen wollen, aber dann machen wir diese vielleicht mit Kaufoptionen. Ja, ein bisschen was musst du auch machen, ne? Also du wirst nicht alles mit eigenen Spielern und mit Käufen hinbekommen, aber halt nicht mehr so stark, ne? Dass du wirklich jedes Jahr dann irgendwie wieder 3-4 Spieler durch die Leihgeschäfte verlierst, ne? Davon musst du halt weg, von dieser Konzentration da drauf, ne? Ja. Ja, aber er würde, wie du schon erwähnt hast, definitiv ins Profil passen. Mhm. Auch zu dem, was wir schon gesagt haben, was Klaus Allofs gesagt hat, auch was Christian Preußer sagt, beziehungsweise was seine Arbeit bisher, was das angeht mit den Nachwuchskickern und den U21-Nationalspieler. Also bei aller Liebe, ist doch klasse. Wenn wir den bekommen würden, dann immer her damit. Von daher. Gerne, gerne. Sind wohl ein paar andere Vereine auch noch mit in der Verlosung drin. Bei uns hat er recht gute Chancen auf einen Kaderplatz bzw. Stamm, aufgrund der Tatsache, dass uns Innenverteidiger halt verlassen werden. Lass uns überraschen. Wir bleiben dran und wir informieren euch auf jeden Fall zuerst auf unserer Facebook-Seite. Ja. Genau. Das war's von meiner Seite aus bei den Fortuna News. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast. Nee, sind wir durch. Passt. Super. Dann haben wir zum Abschluss eine Sache noch, die wir einfach nur mal kurz in den Raum werfen wollen. Es wird kurzer ja jetzt, Ausblick, oder, ja. Ganz genau, wurde aus. Immer mal jetzt in den Medien auch, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das noch kennt, früher DSF oder Sport 1, die beste zweite Liga aller Zeiten. Jedes Jahr besser, immer höher, besser, weiter, genau, schneller. Ja. Nein, haben wir die bewusst, neue Super League. Ja, haben wir bewusst deshalb so als Begriff mit aufgenommen, aber auch mit ein bisschen Ironie. Aber die namhafteste ist es sicherlich im nächsten Jahr. Und das werden wir uns jetzt gleich mal in einem kurzen Überblick einmal ansehen. Genau, schauen wir uns das einfach mal an, weil also es ist tatsächlich, auch wenn das mit diesen Superlativen immer so ein bisschen, man muss ein bisschen vorsichtig sein und das wurde jetzt in den letzten Jahren wirklich inflationär immer mal wieder benutzt, aber die hat es tatsächlich schon intus. Also wir haben den Hammer. FC Schalke 04, wir haben Hamburger SV, die es mal wieder nicht geschafft haben. Da sind so viele Mannschaften dabei, die auch schon mal in der Bundesliga gewesen sind. Traditionsvereine dabei, die jetzt auch unter anderem zum Beispiel wieder hochgekommen sind aus der dritten Liga. Also das ist schon echt eine Mords zweite Liga. Das muss man so sagen. Den FC Ingolstadt haben wir hier mit einem Sternchen versehen, da das ja jetzt tatsächlich noch nicht fest ist. Wobei nach dem Hinspiel 3-0 Erfolg für den FC Ingolstadt gehen wir stark davon aus, dass es morgen wahrscheinlich im Rückspiel keine Überraschung geben wird und dementsprechend der FC Ingolstadt in der kommenden Saison auch in der zweiten Liga sein wird. Ja, wahrscheinlich. Holstein Kiel ja. Hat es leider nicht geschafft. Die sind in der Relegation am Nachbarn vom Rhein gescheitert. Die hatten keinen Bock auf diese traditionsreiche zweite Liga. Die können sich dann mit den anderen, etwas weniger namenlosen Mannschaften in der Bundesliga gerne rumschlagen.
Heute, am Tag, an dem wir jetzt heute aufzeichnen, 5-1 gewonnen in Kiel, trotz 0-1 Rückstand. Also nach dem 0-2 dann in Summe dann da nochmal zurückzukommen, muss man hinnehmen, muss man akzeptieren. Klare Aussage auch dazu. Aber man sieht da vielleicht auch, dass bei Kiel jetzt hinten raus vielleicht dann doch die Körner gefehlt haben. Wir haben es ja diskutiert, auch in den letzten Wochen. Irgendwann muss so ein Mammutprogramm auch sich dann zeigen. Und wahrscheinlich tragischerweise hat sich dann das jetzt im Rückspiel dann einfach zeigen müssen. Ist natürlich bitter für die Kieler, aber gut, wir werden sie dann im nächsten Jahr in der zweiten Liga dann auch wieder begrüßen. Und da ist halt die Frage, wie deren Kader dann gehalten werden kann, weil das sicherlich für den einen oder anderen eine sehr große Enttäuschung, weil es ja doch von der Perspektive lange da doch nach Aufstieg aussah. Wird man abwarten müssen, werden wir auch dann vor der neuen Saison sicherlich besprechen. Definitiv. Wenn wir uns die einfach nur nochmal anschauen, wir haben so ein paar Mannschaften mal hier rot markiert, wo wir sagen, also es ist schon natürlich ein Hammer, eine Hammer zweite Liga, wenn man guckt, mit dem FC Schalke 04 und Werder Bremen sind natürlich zwei Top-Clubs runtergekommen, die das Ziel haben, wieder Aufstieg sofort anzugehen. Das muss es der Fall sein. Ja. Ein paar andere Mannschaften haben wir jetzt hier noch markiert mit dem ersten FC Nürnberg, Hamburger SV, Darmstadt 98, Paderborn, das sind Hannover 96. Das sind alles Mannschaften, die auch schon in der ersten Liga gespielt haben, vor gar nicht allzu langer Zeit, die natürlich auch immer wieder den Anspruch haben, dort hinkommen zu wollen und dort oben mitzuspielen. Von daher, es wird kommende Saison nicht leichter. Ja, und freuen wir uns drauf. Definitiv. Ein Gutes hat es dann doch noch, dass vielleicht Holstein Kiel dabei ist, weil ansonsten hätte die benachbarte Stadt deutlich mehr an auch Geldern kassiert in der zweiten Liga, zu Lasten dann aller anderen Zweitligavereine. Also wenn man noch was Gutes finden möchte, dann das. Gut, uns fehlt dann zumindest, sofern Fans wieder zugelassen sind, ein, ich denke, zu 100% garantiert ausverkauftes Heimspiel. Das müssen wir jetzt anderweitig kompensieren durch andere Spiele und andere Zuschauerzahlen. Aber gut. So what? So ist es. Ja, wir werden uns auf jeden Fall vor der kommenden Saison dann auch irgendwann mal im Detail mit den einzelnen Mannschaften befassen. Das definitiv. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Wir werden erstmal mit ein bisschen Abstand, wie erwähnt, kommende Woche mit der Saisonanalyse anfangen. Schauen uns mal an, woran handelt ihr legen. Und ja, wir sind da weiterhin voller Energie, voller Euphorie, voller Motivation für euch, uns das Ganze anzuschauen und recherchieren und aufzuarbeiten. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Uns hat es das definitiv. Ja, und dann bleibt eigentlich nur zu sagen, bleibt gesund. Genießt die Sonne, ja, Wetter wird besser. Genau. Und wir sehen uns in der nächsten Woche, am nächsten Wochenende. Genau. Dann mit Teil 1 der Saison, der Saisonanalyse. Genau. Macht es gut. Bis dahin. Bis bald. Ciao, ciao. Eure Fortuna Bros.